Heute mit Melissa Naschenbenk. Den Wörthersee besingt die Kärntnerin nicht nur. Hier verbringt sie auch gerne mal die heißesten Tage des Jahres, seit sie ein Apartment am See erworben hat. Nur die Zeit dafür fehlt. Denn die meiste Zeit liegt sie nicht am Strand, sondern steht auf der Bühne. So geht's, wenn man so gefragt und so beliebt ist wie Österreichs derzeit erfolgreichste Sängerin. Eigentlich hätten wir sie gern zu Hause im Lesachtal besucht, aber da ist sie nicht, weil sie den ganzen Sommer über nur auf den Konzertbühnen und auf allen Konzertbühnen dieses Landes steht. Aber das ist eigentlich ein Sommer ganz nach deinem Geschmack, oder? Während andere urlauben, singst du. Ja, ist eigentlich schön. Also ich schaue den anderen beim Urlauben zu. Nein, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe jetzt dann sogar einmal eine Woche frei. Also auf die freue ich mich schon. Wobei, nach Erfahrung ist es so, nach zwei, drei Tagen weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich tue. Tun soll. Hast du keine Hobbys? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Mein Hobby ist Musik spielen. Und das macht auch keinen Spaß, gell? Da braucht man Publikum dafür. Ja, ich bin es jetzt halt schon gewohnt, mit den Leuten zu feiern. Ich stehe auf Bergbauernburen, da hab ich mein Herz längst verloren. Stehst du eigentlich lieber auf der Bühne oder manchmal auch gern davor? Sprich, für wen würdest du denn ein Ticket lösen und dich in die erste Reihe stellen, so wie du es... Ja, Taylor Swift würde ich mir schon gerne mal anschauen. Und ich bin und bleib immer Helene Fischer-Fan. Ich finde die Frau. Ganz früher warst du Christina Stürmer-Fan. Ja, das war ich habe gehört, die macht 16, jetzt sogar 17, ein Unplugged-Konzert. Ja, also gratuliere dazu. Und ja. Das wäre natürlich auch einmal cool. Also ja, Christina Stürmer, jetzt wo es wieder Konzerte gibt. Aber ich glaube, du bist jetzt erfolgreicher als sie je war. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Nein, das lassen wir jetzt einmal im Raum stehen. Aber hast du dir damals als Teenager gedacht, Ma, Christina Stürmer, eigentlich hätte ich mich auch für die Popmusik entscheiden sollen? Also ich finde die Chance, wenn man jetzt von der Musik leben möchte, ist es, glaube ich, im Popbereich sehr schwer. Wo spielst du? Also welche Konzerte spielst du? Das Hauptpublikum, und so ehrlich muss man sein, wo sind die großen Feste daheim? Das ist einfach Schlager. Beim Musik Open Air, beim Schlagerboom, wo sind die Leute? Ich denke mal, Pop ist, glaube ich, echt schwieriger. Auch das mit, ich mache halt gerne Stimmung, ich habe meine steirische Harmonika. Also so zwischendurch ein Lied, was ein bisschen Austropop angehaucht ist, das finde ich schon geil. Aber Konzerte könnte ich mir nicht vorstellen. Nicht? Also nein, es gibt unter heimischer Bar, es gibt keine Austropop-Nacht, so wie es eine Schlagernacht gibt. Nein, aber es gibt ja auch niemanden außer dem Andi und der Helene, die Stadien füllen. Also das muss man sagen. Und das ist halt die Kategorie Schlager. Stadien sind zwar nicht ihr Ziel, aber die logische Folge, wenn es so weitergeht mit ihrer Karriere. Ob auf großen Bühnen oder einfach nur auf der Alm vor einer Handvoll Touristen. Melissa kommt überall gut an. Das mag an ihrer Natürlichkeit liegen, die auch in unserem Sommergespräch zum Ausdruck kommt. Wie selbstverständlich schildert sie die Anfangsschwierigkeiten ihrer Karriere. Du bist für mich so ein Nougat-Knödel ohne Nougat. Ich habe so viel Kritik einstecken müssen schon in mein Leben. Hat mich härter gemacht, hat mich stärker gemacht. Spricht über ein Thema, das sie oft besingt, die Liebe. Und nimmt sich auch bei Glaubensfragen kein Blatt vor den Mund. Die bekennende Katholikin ist regelmäßige Kirchgängerin. Ich war mit 4 Jahren in der Kirche in der ersten Reihe und dann mit der Oma voller Begeisterung Halleluja vor dem Mixungen. Also von dem her, ich glaube an das und ich stehe dazu. Und sie steht auf ihre Fans, würde ihnen so gerne noch mehr Zeit widmen. Irgendwie tun mir die Leute leid, wenn ich sie stehen lassen muss. Das ist für mich so belastend, dass ich ab und zu, wenn ich schlafe oder probiere zu schlafen, drüber nachdenke, was denkt sich der jetzt? Also da glaubt er, ich bin abgehoben und so, man will es jedem recht machen. Uns macht es ist recht, für dieses Sommergespräch nahm sie sich viel Zeit. Gleich geht's weiter. Melissa Naschenbenk, eine Künstlerin, die heuer omnipräsent ist, die von TV-Show zu TV-Show weitergereicht wird und auf allen Bühnen zu Hause ist. Wir geben ihr auch eine, heute in unserem Sommergespräch. Du bist dann nur auf Achse. Wie bringst du diesen ganzen Stress, wie hast du den in den Griff? Ab und zu habe ich ihn nicht im Griff. Also, es ist schon teilweise echt eine richtige Herausforderung für mich, so viele Termine zu meistern. Wir haben jetzt gesagt, heuer wird es weniger. Mir kommt nicht vor, dass es weniger ist. Aber ich entscheide dann wohl selber. Ich sage, ja, da möchte ich hin, da möchte ich hin. Und dann kriege ich wieder die Chance und die Chance.
man muss echt aufpassen, dass man es nicht, dass es zu viel Naschenmengen gibt. Aber irgendwie fühle ich mich gerade einfach gesund und fit. Und mir macht es halt dann, wenn ich da bin, so einen großen Spaß. Wo du bist, Menschenansammlungen. Du bist ja eine auffällige Person, das kommt dazu. Wie magst du das eigentlich, um mal unerkannt zu sein? Vor 10 Jahren bin ich keiner aufgefallen. Also, da habt ihr schon alle mitgeholfen, dass ich jetzt auffalle. Ja, das wolltest du ja immer. Ja? Viele wollen ja berühmt werden wie Melissa Naschenweng. Und wenn man es dann ist, ist es so, wie man es sich vorgestellt hat? Ja, was soll ich jetzt sagen? Schöner? Es hat alles so Vor- und Nachteile. Wie gesagt, ich habe mich für das Leben entschieden. Ich habe ja auch nicht gewusst, was passiert. Der Weg, wo er jetzt hingegangen ist, mit dem hat ja keiner gerechnet. Ich bin da ganz gesund eingewachsen. Also es ist ja wirklich bei mir Step by Step gegangen. Ich bin schon 10 Jahre jetzt im Geschäft. Und jeder sagt dann auch in Deutschland, ja, Senkrechtstarterin. Ja. Ich bin alles andere als eine Senkrechtstarterin. Das habe ich auch gelesen und habe gelacht. Ja, ich wurschtel da schon dahin seit Jahren. Wir erinnern uns gut an ihren ersten Wiesnauftritt in Wien im Nachmittagsprogramm. Ihr Weg an die Spitze war ebenso lang wie mühevoll. Nie formulierte sie ihre Anfangsschwierigkeiten pointierter als in unserem Gespräch im Herbst letzten Jahres. Da bin ich in die Diskotheken gestanden, da waren 100 Leute drin. 20 haben mich angeschaut und 80 haben weggeschaut, haben um mein Leben gesungen, bis die sich umgedreht haben. Und dann war es immer schön zu sehen, das nächste Mal waren schon 150 Leute, dann waren schon 200 Leute und ich habe mich immer so gefreut. So gefreut über jeden Einzelnen. Und jetzt in Kufstein habe ich gesagt zu meinen Eltern, ich würde am liebsten zu jedem zubeginnen und sagen, danke, dass du da bist, danke. Weil ich einfach, ja, weil einfach das war, wie das... Zart, es war echt zart. Und heute kann sie sich ihrer zahlreichen Fans kaum mehr erwehren. Die warten überall auf sie und erwarten von ihr Fotos und Autogramme. Wünsche, denen die von Termin zu Termin eilende Künstlerin nicht immer nachkommen kann. Irgendwie tun mir die Leute leid, weil ich sie stehen lassen muss. Das ist für mich so belastend, dass ich ab und zu, wenn ich schlafe oder probiere zu schlafen, darüber nachdenke, was denkt sich der jetzt? Oder glaubt er, ich bin abgehoben und so. Man will es jedem recht machen. Und das Dasein, mich schreckt das immer so ab, so das Dasein. Was Star? Ich finde, ich mache einfach das, was ich gern mache. Und ich hoffe mittlerweile, dass ich es gut mache. Ich glaube, ich habe schon sehr viel dazu gelernt. Du hast doch eine Verantwortung. Du bist Unternehmerin, schaffst Arbeitsplätze. Viele hätten keinen Job ohne dich. Ja, das ist das Nächste, aber sie sagen dann ab und zu, wenn sie mehr ärgern wollen, jetzt kommt die Chefin. Aber ich glaub, die du ja auch bist. Und wie ich dich kenne, schon mal am Tisch schauen kannst, dann so wird's gemacht. Ja, aber das mache ich halt dann. Du kennst das selber, das macht man ja dann, damit man wirklich für die Leute eine gute Sache abliefert. Damit wir das Bild ein bisschen korrigieren von der rosaroten, blonden Dame, die da Ziehharmonika Fidel auf der Bühne steht. Es geht auch anders. Man muss hinter den Kulissen auch schon mal... Ja, sein. Natürlich. Da muss man die Ellbogen rausfahren. Und das hat mir auch der Opa gesagt, eine Künstlerin ist eine Chefin und nicht eine Angestellte. Und ich habe sehr viel mit mir machen lassen in früheren Zeiten, vor allem, wo ich dann einfach nur mehr funktioniert habe und mir gedacht habe, was bestimmen denn die eigentlich für mein Leben? Das bin ja ich selber. Und mittlerweile ist es so, sie lassen mich eh tun, was ich will. Es redet da keiner ein, weder Insta noch Facebook. Ich tue einfach so, wie ich glaube. Und wenn ich mich dann irgendwo wieder am Lohn haue oder irgendwo in eine Falle tappe oder irgendeinen Fehler mache, dann mache ich halt einen Fehler. Und dann sage ich aber, okay, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid, fertig. Was war ein Fehler? Kostet nichts. Würdest du zum Beispiel das Tifigiano als Fehler empfinden? Nein, das war eine super Idee. Ja. Da singen sie mit wie... Also, wie gesagt, da habe ich mir dann auch gedacht, alle haben sie geschrieben, wie deppert ist denn die eigentlich mit den Italienischen. Die kann er jetzt verraten, es kommt eh wieder ein Song, wo ein bisschen Italienisch drinnen ist. Also, von dem her, danke. Diesen Hit von Melissa verdanken wir ja einem kleinen Schabernack, einem albernen Streich, den wir der jungen Künstlerin spielten, als sie von Italienisch noch gar keine Ahnung hatte. Aber die clevere Sängerin machte das Beste draus, einen Hit, der bei keiner ihrer Shows mehr fehlen darf. So entspannt wie bei unserem Sommergespräch gibt es Melissa übrigens selten. Bei 3 Shows pro Tag geht auch dem Energiebündel in diesem Sommer mal die Energie aus. Weil bei meinem großen Konzert am Wörthersee war ich davor noch beim Schlagerboom und danach noch einen Altvertrag absolviert beim Feuerwehrfestel, wo ich hingefahren bin zum Beispiel, das weiß ja keiner sieht und ich sage, ich muss so dringend aufs Klo, wir haben kein Klo. Ich bin 1,5 Stunden mit so einer Blase auf der Bühne gestanden und habe mir gedacht, was habe ich eigentlich für ein Leben? Bin danach ins Hotel zum Musiker, ins Zimmer, sage ich, darf ich bitte schnell aufs Klo, die Nacht noch weiter in die Flachau. Dann liegst du drinnen um 3 und du warst tick-tack, du sollst schlafen, dann fährst du her, dann hast du ein Konzert mit 5000 Leuten und du kriegst es nicht einmal mit.
Also, wenn ihr berühmt sein wollt oder den Weg gehen wollt, da braucht man echt erstens ein dickes Fell und Durchhaltevermögen. Und ja, die Liebe zur Musik, die muss so groß sein, dass ihr das alles übersieht. Aller Anfang ist schwer. Es wird bei der Gelegenheit gerne auch dein Auftritt bei Herz aus Österreich ausgegraben. Ja, bitte vergiss nicht, damit es ist so lieb. Mittlerweile musst du das ja auch so sehen. Es ist der Abstand schon so groß. Wir finden, das war ein entzückender Auftritt. Hari, hari, oh. Du, ich muss das endlich sagen. Das druckt mich schon lang. Liegt mir ewig schon im Morgen. Doch wie fang ich an? Kannst du mittlerweile dich so betrachten und sagen, das war auch ich, da war ich noch nicht so professionell wie heute, aber das gehört zu mir dazu. Ja, wenn man jetzt denkt, dass man über 10 Jahre, oder war das 2014, 9 Jahre jetzt danach, immer noch über das redet, dann war es eigentlich wahrscheinlich schon wichtig, dass ich es gemacht habe, weil viele kämen wirklich zu den Konzerten und sagen, ma, und die Kritik, was du da eingesteckt hast, ich habe so viel Kritik einstecken müssen schon in mein Leben, hat mich härter gemacht, hat mich stärker gemacht. Du bist für mich so ein Nougat-Knödel ohne Nougat. Oh, okay. Ja. Und da hätte ich wirklich ohne meinen Papa, glaube ich, den Ziehharmonika-Koffer für immer geschlossen. Aber dann war DJ Ötzi, der dir gesagt hat, da ist Potenzial da. Und immer wenn du ihn siehst, sprichst du noch immer drauf an. Weil ohne ja, den würde es dir vielleicht gar nicht geben. Nein, hast du eine Ahnung. Hast du mal gesagt. Also ich glaube, das habe ich die ganzen Komplimente, was es gegeben hat, die haben alle überhört. Ich habe nur das gehört, was ich gesagt habe, die kann es nicht. Und das hat mich so unglaublich angeschoben und so motiviert. Und das der Löwe in mir ist so ausgekommen wie, ja weiß ich nicht, diese Menschen haben mich getriggert. Und ich bin dankbar für diese Kritik, die ich da eingesteckt habe. Wie befriedigend muss das aus heutiger Sicht sein für dich? Dass du es eingezeigt hast. Ja, dass ich jetzt hast. Nur mache, damit ich es jedem sage. Ich mache das einfach, weil mich das Ganze so glücklich macht. Und es sind schon wieder so viele neue Lieder im Entstehen und ich kann schon wieder nicht erwarten, weil ich einfach glaube, dass wieder so viele coole Lieder dabei sind, wo einfach so viel Herz drinnen steckt. Und ich beobachte die Leute bei den Konzerten. Also ich schaue mir das ja an und es sind so viele Kinder jetzt auch da, wo ich mir denke, wenn ein Kind vorne steht und sein Taschengeld ausgibt, damit sie mir einen rosaroten Nagellack kaufen können. Nein, also das ist ja wohl, da hat sich ja alles ausgezahlt. Da zahlt sich jede Fahrt, die ins Unendliche geht, aus. Rosa ist dein Trademark. Hast du es je bereut? Hast du dich an der Farbe satt gesehen, dass du dir denkst, ah, hätte ich Himmelblau genommen oder Türkis? Nein, es ist immer noch mein Lieblingsfarbe, weil heute hätte ich nicht missen. Und auch bei vielen Fernsehauftritten habe ich es einfach gern an. Ab und zu habe ich es nicht an, wo dann wieder alte Stimmen munter werden und sagen, ja, jetzt verlässt sie ihren Weg. Nein, ich verlasse nicht meinen Weg, weil mein Weg ist einfach, oder Marke Melissa sind meine Lieder. Und in meine Lieder geht es einfach um das Bergbauernleben, um Komplimente, um den österreichischen Akzent, den ich singe. Und ich glaube, dass man das Ganze nicht sagen kann, jetzt ist sie nur die rosa-rote Lederhosen. Also ich glaube, dass sie mit 60 sicher nicht mehr rosa-rote Lederhosen haben werden. Weinrot. Lila. Aber es ist, damit fällst du auch auf. Du darfst dich natürlich nicht wundern, wenn du erkannt bist, so bekannt wie du bist. Wenn du unerkannt sein willst, was tust du dann? Ziehst du aber Schwarzes an? Setzt du eine Perücke auf? Na, Schwarz habe ich ja auch so an. Ich bin einmal Kirchtag gegangen in Villach und habe mir eine braune Perücke aufgesetzt. Und dann bin ich da gestanden und habe halt voll gefeiert. Und zum Schluss sind sie dann hergekommen und haben sie gesagt, Melissa, die erkennt man an deinem Mund. Was? Ja, die haben mich am Mund und an die Zähne erkannt und dann habe ich mir gedacht, das hat alles keinen Sinn. Nein, es hat auch keine Kappe an Sinn, weil sobald ich bei der Kasse stehe und irgendwas rede, ah, die Stimme kenne ich, bist du die Naschenwenk? Dann denke ich mir, warum? Mir ist es dann unangenehm, weil ich mir denke, die Leute glauben, ich will mich jetzt verstecken. Alles wurscht, ich weiß nicht. Ich finde, umso auffälliger, dass du marschierst, umso weniger glauben sie, dass du das tust, Gott. Naschenwenk, der Star, will die Melissa bleiben. Das Bergbauernmädel aus dem Lesachtal, unkompliziert, ohne alle Allüren, hat sie so gar keine Macken, keine ausdrücklichen Wünsche, etwa an Konzertveranstalter. Man kennt das von internationalen Stars, da müssen gewisse Früchte eingeflogen werden. Nein, also bei mir steht drinnen, dass ich wasserstill brauche und es nicht kalt. Deswegen trinke ich auch nicht so schnell, weil da war ein Eiswürfel drinnen. Ich trinke das nichts Kaltes. Das nächste Mal nicht mehr. Nein, hast du den Rider nicht gelesen, oder? Okay, bitte merken. Wasser, still und nicht zu kalt. Nein, und dann habe ich einen Traubenzucker drinnen, dann habe ich eine Banane drinnen und danach für meine Techniker und für meine Band ein Bier. Und Handtücher.
weil ich habe schon Veranstaltungen gehabt, das war eigentlich auch ganz witzig. Da ist drinnen gestanden Handtücher und dass halt der Bühnenaufgang frei ist und auf einmal waren da 50 Leute, da bin ich dann schon immer wieder kurz überfordert, weil ich mich eigentlich auf das konzentrieren will, was ich mache und da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen und dann sage ich mir, ich schwitze jetzt schon, ich brauche ein Handtuch und dann kommt der Veranstalter und sagt, du hast ein paar Geschirrhangeln. Und dann habe ich echt gedacht, vielleicht, so jetzt, vielleicht auch gebrauchte? Nein, ich habe gesagt, das hat er jetzt nicht. Ja, stell dir vor, mir sollte man immer mit Geschirrhangeln das Gesicht abputzen. Ich meine, da habe ich dann irgendwann eine schlechte Haut, dann hast du wieder schauen, wie sie ausschaut, ist sie krank, hat sie das, ist sie zu dünn, ist sie zu dick. Man, es ist einfach ein Wahnsinn. Und da finde ich halt, das ist schon ein bisschen eine Respektsache auch, weil da geht es um die Hygiene. Und das war etwas, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, wo ich danach gesagt habe, also Ansage dann halt ganz ehrlich, also mit mir nicht mehr. Du hast es angesprochen mit der Haut. Wenn man über 30 ist, sorgt man natürlich noch mehr vor. Gibt es irgendwas, weil du so blendend ausschaust, verwendest du spezielle Cremen? Ja, oder super, wie sie schießen jetzt. Ja, da schaut drauf. Egal wo, die Frisur sitzt immer. Ja? Wenn auch, er sie macht, sitzt sie immer. Wenn ich sie selber mache, dann hängt sie immer irgendwie. Aber wenn man Fotos anschaut von 2018, 19, das war ja so mein Horrorjahr oder meine Horrorjahre. Also da habe ich richtig schlecht ausgeschaut. Also da war meine Haut, die war am Ende. Dann habe ich halt natürlich geschaut, was fehlt. Ja, Histaminunverträglichkeit in den Stresssituationen. Ich darf nicht Prosecco, ich darf kein Balsamico, ich darf keine Tomaten. Dann komme ich oft irgendwo hin, dann ist halt das alles dabei. Ich darf kein Paprika. Schwierig. Dann ist man wieder Sonderwurst, weil man extra bestellt. Aber es hat sich dann ausgezahlt, dass ich das alles weggelassen habe. Und ja, vielleicht deswegen ein bisschen schmäler geworden bin, aber eine schönere Haut gekriegt habe. Gut schaut sie aus, wie vor 20 Jahren. Das ist Melissa im Teenageralter mit ihren geliebten Großeltern. Vor 2 Jahren starb der Opa, der sie das Harmonika spielen lehrte. Heuer musste sie ihre Oma beerdigen, ihren Lebensmenschen. Dich hat es ja getroffen in einer Zeit, wo du viel auf die Bühne musstest. Wie bist du über diese schwierige Phase hinweggekommen? Hat dir da dein Glauben geholfen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin so aufgewachsen, dass ich einfach an das Höhere glaube. Und das war für mich echt eine Challenge. 2 Wochen vor der Tour haben sie mich angerufen, ja, die Oma ist schlecht bei uns. Und ich dachte, ja, na, so, wie schlecht? Ja, dann hat der Papa gesagt, ja, die Oma macht sich auf die Reise. Und dann natürlich ist alles über mich eingestürzt. Da denke ich mir, nein, wie soll das jetzt funktionieren? Und dann bin ich heim zu ihr und dann habe ich die letzte Woche bei ihr verbracht. Dann haben wir, ich habe sie versucht, noch zu überreden zum Essen. Und dann hat sie gesagt, Schatzile, bitte tu mich nicht erpressen. Du bist so bescheiden, hat sie gesagt, bleib so und die Zahnlern, wenn du mal Kinder hast, bitte schau, dass sie auch so schöne Zahnlern haben wie du. Hat sie gesagt, und setz dich durch, bleib so wie du bist und wir werden es schon einmal sehen. Und ich sage, nein Oma, aber jetzt ist es schon noch ein bisschen zum Durchhalten. Dann hat sie gesagt, am letzten Tag hat sie gesagt, alle ausnetz, jetzt kommt der Himmelfoto, die Oma, vier geht's auf den Vierdenk und danke für alles. Und nächsten Tag war sie dann im Himmel und ich habe sie aber auch noch gesehen. Und ich muss sagen, wenn man so sterben kann, wie die Oma gestorben ist, dann muss man einfach echt Danke sagen. Ich habe sie 32 Jahre lang gehabt. Sie war meine zweite Mama, sie war immer für mich da. Du glaubst ja, dass es nach dem Leben noch ein Leben gibt. Bist du eine Kirchgängerin auch? Ja, ich habe 14 Jahre im Kirchenchor gesungen. Na ja, hallo. Ich habe bei den Beerdigungen auch von der Oma und vom Opa gesungen, weil ich gesagt habe, die Oma ist zu Fuß 4 Kilometer zur Kirchenchorprobe gegangen. Also wie gern muss man da singen, dass man da zu Fuß geht. Die hat, glaube ich, 42 Jahre im Kirchenchor unterstützt und sie hat immer das an uns weitergetragen. Und ich war mit 4 Jahren in der Kirche in der ersten Reihe und dann mit der Oma voller Begeisterung Halleluja vor dem Weg gesungen. Also von dem her, ich glaube an das und ich stehe auch dazu. Deine Oma hätte sich ja noch Enkel von dir gewünscht. Dafür lässt du dir noch Zeit. Ja, du siehst. Und wie steht es eigentlich um Familienplanung? Ja, ich glaube, bis 40 muss es erledigt haben. Das heißt, 7 Jahre haben wir noch. Läuft der Countdown schon? Ja, natürlich denke ich mir, bin ich 33? Ich meine, die Frauen haben jetzt Gott sei Dank das Glück. Meine Mama war mit 38 einmal schwanger und das war ein riesiges Theater mit 38 noch Mama. Und ich denke mir, ja, ich hoffe, dass ich bis dahin angefangen habe. Also von dem her, es ist alles ein bisschen Gott sei Dank zurückversetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt
Naja, wenn ich jetzt sag, wenn ich jetzt ein Kind kriege, fragst du mich gleich, wen ich hab. Also am Tag unseres Gesprächs war es noch Toni Gabalier, mit dem sie seit Jahren in einer On-Off-Beziehung lebt. Ob, wann und wo geheiratet wird, lässt sie noch offen. Jedenfalls ist sie derzeit glücklich. Soll sich jeder denken, was er möchte. Wir verraten nichts, erst wenn die Melissa sagt, sie will drüber reden. Mhm. Melissa, eigentlich hättest du ja Petra heißen sollen. Was du dir alles da merkst, du taugst mir. Ja, das ist einfach ein Wahnsinn, weil das habe ich, glaube ich, eh nur dir erzählt. Wenn du denn eine Tochter hättest, nein, wie würde es heißen? Rosa? Oder Amadea, haben sie mir auch schon empfohlen. Amadea, Amadeus, keine Ahnung. Also übernommen habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Ich freue mich gerade so, weil meine Cousinen jetzt nach der Reihe alle Mütter werden. Und ja, coole Namen eigentlich für die Kinder aussuchen, aber ich habe mir über das wirklich noch keine Gedanken gemacht. Aber Rosa wäre natürlich auch eine Idee. Melissa ist ein Name, der kommt aus Falcon Crest. Deine Mutter hat mal Falcon Crest gesehen und hat dir den Namen Melissa so gut gefallen. Bist du eigentlich sehr zufrieden mit den Namen? Ganz am Anfang, ehrlich gesagt, in der Schule, wenn sie dann oft einmal gesagt haben, ja, so Melita macht Kaffee zum Genuss. Und ich so, oh, ah, ja, Mama, warum hast du mich nicht normal getauft? Ich wohne in so einem bodenständigen Dorf, ist so ein ausgefallener Name. Und sie so, ja, aber Melissa heißt die fleißige Biene und so. Und ich so, ja, und? Da wäre ja Biene noch besser als Melissa. Aber mittlerweile... Seitdem heißen schon sehr viele deiner jüngsten Fans Melissa. Voll nicht, sogar Kühe. Was ist, ob das ein Kompliment ist? Naja, wenn man eine Kuh besonders gern hat, die wird wahrscheinlich nie. Die hat sicher ein schönes Leben auf irgendeiner Weide und wird nie geschlachtet. Wahrscheinlich. Aber ist der Name merkbar für dich in Mode gekommen, seitdem du so erfolgreich bist? Oft geht er das Hand in Hand? Nein, ab und zu triff ich schon ein paar, ja, was mich natürlich auch gefreut. Die nach dir benannt worden sind? Ja, oder wo du total nett. Ich meine, Melissa ist ja wirklich sehr ausgefallen, aber ja. Es heißen der Bot tatsächlich so. Ich kriege immer wieder Nachrichten. Wenn es ein Mädel wird, dann heißt sie Melissa. Und das letzte Mal ist eine kleine zugekommen und sie hat gesagt, ich bin die Melissa, die möchte gleich werden wie du. Dann habe ich gesagt, oh, alles Gute für die Eltern. Genderst du? Sagst du auf der Bühne, nein, liebe Konzertbesucherinnen und Besucher? Nein. Also das ist etwas, was ich einfach so umsonst finde, echt. Also wenn ich oft eine E-Mail schreibe und ich mir selber kurz überlege, soll ich oder soll ich nicht, dann denke ich mir, warum muss man es so kompliziert machen? Also, nein, tue ich nicht, werde ich auch nicht machen. Und das sind meine Freunde da draußen und schön, dass ihr da seid. Und nicht. Nein, also das lass mal lieber da. Bei den anderen Funktionen reden, dann rede ich mir wieder irgendwo rein, wo ich nicht soll. Mir ist bei der Herfahrt aufgefallen, da kam eine Verkehrsdurchsage und du bist da sehr viel unterwegs, wie wir es auch schon gehört haben. Hast immer Achtung, Geisterfahrer. Warum hört sich da das Gender auf? Ah, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Sache. Schau, schau, schau. Du sollst ein Schiff im Auto sitzen, da wollte eine gute Sache nein. Stimmt. Bin ich, als ich auf die Idee kam, Melissa auf den Ball der Bälle heuer einzuladen. Ich dachte, das könnte für uns witzig sein und für sie ein Erlebnis. Das Bergbauernmädel in der Staatsoper am Opernball. Ich finde, die Eröffnung war wunderschön. Also da drin zu sitzen, das war wirklich wunderschön. Da staunte sie. Und so mancher Fan wie Ministerin Ed Stadler kam in ihrer Loge sogar persönlich vorbei. Das ist meine Ehre, grüß dich. Freut mich total und ich bin ein voller Fan. Fantastisches Kleid, ja. Das freut mich auch mehr. Schau, das habe ich nicht gut. Ob das deiner Karriere nicht schadet, wenn sich eine Regierungsmitglied... Das ist er und für das liebe ich ihn. Weil er hat mich auch schon angeschaut. Ist das eine Beleidigung? Nein, das ist keine Beleidigung. Ich liebe Schlager, das muss ich jetzt echt einmal sagen, ja. Und ich bin verliebt. Sie macht ja keinen Schlager. Naja. Entschuldigung, es ist also hallo. Also tolle Frau, schaut toll aus, ist tolle Musikerin. Ich meine, was kann man daran nicht lieben? Darf ich dir das jetzt gegenfragen? Und wenn eine Frau das sagt, dann stimmt's meistens wirklich. Freut mich sehr. So ein Foto hat Helene Fischer nicht. Viele schöne Erfolge stehen ihr noch ins Haus, denn Melissa ist noch lange nicht am Höhepunkt ihrer Karriere, aber unaufhaltsam am Weg dorthin. Das war Melissa Naschenweng im Sommergespräch. Heute hier am Wörthersee, demnächst sicher live und in ihrer Nähe. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Immer wieder gerne.